Hi Karl. Du bist gut in diesem Labyrinthspiel, oder? Walter, ich glaube nicht, dass das fair ist. Karl, ich glaube, da ist etwas hinter dir. Walter, du hast Karl gefangen. Glückwunsch. Sieht aus, als ruft jemand nach Hilfe. Wir müssen los, Karl. Ups. Lilly fuhr mit den drei Kindern durch den Tunnel, als plötzlich etwas den Ausgang blockiert. Es war eine riesige Murmel, die von Billy geschoben wurde. Keine Sorge, Lilly. Supertruck ist hier, um zu helfen. Bleib nah bei den Kindern. Supertruck, diese Mission braucht ein starkes Fahrzeug. Presslufthammer? Wow! Das sieht so beeindruckend aus, Supertruck! Lilly, fahr mit den Kindern ein Stück zurück. Das schüttelt euch vielleicht ein bisschen durch. Was ist los, Billy? Du siehst etwas? Eine Gefahr? Oh nein! Supertruck, pass auf! Oh, das war knapp. Alles okay bei euch? Supertruck, das scheint nicht funktioniert zu haben. Die Murmel steckt fest. Was machen wir jetzt nur? Du willst Luftdruck benutzen, um die Murmel von innen rauszudrücken? Aber wie willst du den Druck erzeugen? Der ST-3000. Natürlich. Supertruck, wohin fährst du jetzt? Zur anderen Seite des Tunnels? Du willst die Superreaktoren benutzen, um den Druck im Tunnel zu erzeugen? Oh, sieht aus, als hätten wir ein Problem. Problem gelöst. Supertruck, die Murmel ist rausgeploppt, aber jetzt rollt sie davon. Schnell, du musst auf die andere Seite. Oh, Supertruck, das war kurz vor einem Desaster. Aber du hast die Situation gerettet. Gut gemacht. Billy, ich habe vergessen, nach der Murmel zu fragen. Wofür ist die? Das willst du uns jetzt zeigen, okay? Wow, es ist eine gigantische Globusmurmel. Ist sie nicht wunderschön, Lilly? Danke für heute, Supertruck.
Du hast unsere Freunde gerettet und hast Billy geholfen, dieses tolle Projekt für die Kinder fertigzustellen. Was für ein Abenteuer wohl nächste Episode auf uns wartet. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, Kinder. Tanzt ihr? Oh, ihr führt ein Musical auf. Was für ein Spaß. Hals- und Beinbruch. Das ist nur ein altes Theatersprichwort. Es bedeutet viel Glück. Hallo, Massimo. Du hast die Kostüme dabei? Großartig. Warum ist der Karton leer? Oh nein. Lilly hat recht. Die Kostüme sind durch das Loch rausgefallen. Keine Sorge, Supertruck weiß sicher, was zu tun ist. Entschuldige, dass ich deine Inspektion der Stadtenergie unterbreche, Karl. Aber die Kinder müssen ihre Kostüme finden, bevor die Vorstellung anfängt. Kannst du helfen? Klasse, lass uns loslegen. Die Show soll gleich anfangen. Was sollen wir tun, Supertruck? Gute Idee. Massimo, kannst du Supertruck den Weg zeigen, den du von der Werkstatt zum Park gefahren bist? Super. Jetzt brauchen wir nur noch ein Fahrzeug, das schnell die ganzen Kostüme aufheben kann, bevor die Show losgeht. Wow, ein Supersauger? Das ist perfekt. Okay, Leute, wir müssen uns beeilen. Los geht's. Hey, da ist dein Kostüm. Benutz deinen Schlauch. Warum funktioniert es nicht? Oh, du hast aus Versehen die Saugkraft umgekehrt. Ups, probier's gleich nochmal. Aha, na also, klasse. Da ist noch eins. Oh, und noch eins. Klasse gemacht. Oh, was ist los? Aha, kannst du es erreichen, Supertruck? Fast da. Du hast es. Da ist es, das letzte Kostüm. Okay, wir haben das letzte fehlende Kostüm. Aber wir müssen uns wirklich beeilen und zurück zum Park. Kommt schon. Keine Sorge, Supertruck und Massimo haben alle fehlenden Kostüme gefunden. Beeilung, Kinder! Zieht euch schnell für die Show um! Ihr schaut alle super aus! Seid ihr bereit, das Musical aufzuführen? Ach du meine Güte! Die Lautsprecher sind kaputt und die Musik will nicht angehen? Und die ganze Stadt ist schon hier, um die Show zu sehen! Supertruck, versuch es mit dem ST-3000! Genial! Jetzt kannst du die Boxen benutzen, um die Musik abzuspielen, Supertruck. Scheint etwas leise zu sein. Keine Sorge, dreh's einfach auf. Perfekt! Lass die Show beginnen!
Wow, schaut, wie die Kinder tanzen. Ihr seid so talentiert. Massimo, du solltest auch da oben sein, so wie du tanzt. Gut gemacht, Supertruck. Du hast wirklich den Tag gerettet. Habt Spaß, Freunde. Wow, seht euch Jerry an. Ziemlich beeindruckend, oder, Walter? Wow. Yikes, das war knapp. Oh, sieht aus, als bräuchte die Hilfe. Lasst uns Supertruck zur Hilfe holen. Etwas stimmt nicht mit Jerry und Walter. Sie sehen nicht gut aus. Komm schnell. Da sind sie, Supertruck. Oh Mann, sieht aus, als bräuchten wir ein Fahrzeug, das sie gesund machen kann. Aha. Wow, ein super Krankenwagen. Sehr cool. Warum benutzt du nicht deine Lichter, um Jerry und Walters Augen und Rachen zu checken? Weit aufmachen, Jerry. Nicht so gut, was? Was ist los, Walter? Keine Sorge. Supertruck will nur herausfinden, wie er dich wieder gesund machen kann. Richtig, Supertruck? Na also. Und jetzt A sagen. Hier auch? Und jetzt? Medizinische Masken. Gute Idee, Supertruck. Das verhindert, dass sich die Bakterien in Car City ausbreiten. Oh, die beiden sehen nicht gut aus, Supertruck. Oh nein, sie haben auch Fieber? Sieht aus, als müssten wir den ST-3000 für ein bisschen Extrahilfe benutzen. Keine Sorge, ihr zwei. Der super Krankenwagen wird euch bald wieder ganz gesund machen. Ah ja! Auf niedriger Stufe wird der Gefrierstrahl sie abkühlen und das Fieber reduzieren. Genial! Aber vielleicht solltest du es vorher ausprobieren. Oh, das ist ein bisschen zu kalt. Du musst es auf jeden Fall runterdrehen, Supertruck. Viel besser. Okay, seid ihr bereit? Kein Grund, nervös zu sein. Supertruck wird sich gut um euch kümmern. Wow, seht euch das an. Klasse, Supertruck. Du hast das Fieber geheilt. Oh, Supertruck hat recht, Jungs. Ihr fahrt besser nach Hause und ruht euch ein bisschen aus. Gute Besserung.
Hey, sieht aus, als wärt ihr wieder gesund nach eurer Pause. Und Walter lernt wirklich schnell. Sieht aus, als hättest du wieder mal den Tag gerettet, Supertruck. Gut gemacht. Viel Spaß, Freunde. Bis später. Edna, nimm deine Kopfhörer ab. Um dich herum ist ein Feuer. Das Feuer breitet sich zu schnell aus. Du brauchst Hilfe. Karl, es brennt im Park. Die Stadt braucht deine Fähigkeiten. Edna muss ein Rohr getroffen haben. Supertruck, in was wirst du dich verwandeln, um die Feuer zu löschen? Mein Name ist Renato. Ein Feuerwehrauto? Na klar! Gute Arbeit! Aber es gibt noch viele mehr! Links von dir ist noch etwas. Jetzt rechts. Ja. Oh. Wieder du. Edna, Supertruck ist hier, um zu helfen. Supertruck, das Feuer hat sich im Park ausgebreitet. Du benutzt den ST-3000? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, was er diesmal macht. Ein Wassertank? Fantastisch! Wow, es funktioniert wirklich! Der Tank löscht auch Feuer! Oh nein! Karl, du musst das Feuer aufhalten, bevor es das Haus erreicht. Puh, das war knapp. Wow, eindrucksvoller Stunt, Marley. Okay, ich denke, das war genug Feuer für einen Tag. Du willst, dass Marley über dich springt? Okay, viel Spaß, Jungs.
vorbei, Jerry? Hey. Versuchst du, den Geschwindigkeitsrekord zu brechen? Es ist doch egal, dass du nicht schnell bist, Ben. Es gibt viele andere Sachen, die du kannst. Du willst noch mal ein Rennen fahren? Nee. Ben, was ist das? Du hast den Energiespeicher vom Rathaus genommen? Das ist gefährlich. Nimm ihn ab. Du kannst nicht anhalten? Oh nein! Carl, wir haben ein Problem. Ben hat einen Energiespeicher gestohlen. Und jetzt kann er nicht anhalten. Du musst ihm helfen. Ben ist viel zu schnell. In was wirst du dich verwandeln, um ihn zu fangen? Vorsichtig, Super Truck. Carl, du musst ihn unbedingt einfangen. Er fährt auf die Zugbrücke zu. Ben, sei vorsichtig. Die Zugbrücke ist noch nicht unten. Carl, benutze dein Spezialwerkzeug, den ST-3000. Greifarm? Das ist super! Keine Panik, Ben! Carl hält dich fest, damit du jetzt noch nicht über die Brücke fährst! Mal gut gegangen. Oh, schnell hinterher, Super Truck. Pass auf! Wow! Kappa! Wow, super Landung. Ups. Jetzt bist du außer Gefahr, Ben. Danke, Super Truck. Du hast die Stadt gerettet. Hey,
Sieht aus, als wären in Car City Straßenarbeiten in Gange. Edna und Billy scheinen eine Menge Spaß bei der Arbeit zu haben. Hallo, Dane. Sieht aus, als hättest du Spaß, deinen Freunden bei der Arbeit zuzusehen. Dane, sei vorsichtig. Du solltest nicht auf frischem Beton fahren. Oh nein! Das bringt dich in große Schwierigkeiten. Ich befürchte, es ist zu spät. Der Beton ist schon hart geworden. Was machen wir nur? Was sagst du, Edna? Wir sollten Supertruck rufen? Das ist eine super Idee. Lasst uns das machen. Hi, Carl. Wie geht's dir? Keine Sorge wegen der Schlaglöcher. Unser Bauteam verbessert gerade die Straßen in Car City. Leider gab es einen Vorfall nahe der Baustelle und wir brauchen deine Hilfe. Kannst du kommen? Perfekt. Danke, Carl. Edna und Billy haben eine neue Betonstraße gebaut, als Dane beschlossen hat, sie zu überqueren. Unglücklicherweise ist er auf frischen Beton gefahren und stecken geblieben. Sieht aus, als bräuchten wir etwas Stärkeres, um Dane da rauszubekommen. Sei bloß vorsichtig, Supertruck. Dane ist nicht so hart wie Beton. Dieser Bohrer hat mehr Power, als ich dachte. Ich glaube, da geht was schief. Oh nein! Der Superbohrer verursacht ein Super-Erdbeben! Supertruck, stopp! Ach du meine Güte, ein Feuer ist ausgebrochen. Leute, ihr müsst euch beruhigen. Bleibt weg vom Feuer. Supertruck, du musst schnell was unternehmen. Keine Sorge, Dane. Supertruck weiß genau, was er tun muss, um dich zu retten. Gute Arbeit, Freunde. Das nenne ich klasse Teamwork. Ja, das Feuer ist unter Kontrolle. Und du bist frei, Dane. Das war eine beängstigende Situation, was, Dane? Supertruck, vielen Dank, dass du uns vor dieser Katastrophe gerettet hast. Du bist ein wahrer Superheld. Und ihr beide wart auch sehr mutig. Gut gemacht. Was ist los, Leute? Ah, ich verstehe. Der ganze Beton ist hart geworden und ihr könnt eure Arbeit nicht fertig machen. Ha? Du hast eine Idee, Supertruck? Klasse! Der Beton ist wieder weich und ihr könnt eure Arbeit fertig machen. Gut gemacht, Supertruck. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Hey.